sind wir? Ein Challenge wartet auf euch. Einer von euch wird einen Schokoladenbrunnen bekommen. Er geht an diejenigen, die ihn am besten mit diesen Filzstiften zeichnen. Aber man soll mit dem Mund zeichnen. Wir benutzen keine Hände. Ihr habt eine Minute. Los geht's! Ich soll gewinnen, denn ich bin die coolste Person hier. Was? Du wirst verlieren. Weil ich die beste Zeichnung haben werde. Bingo! Du? Kann denn ein Schokoladenbrunnen blau sein? Nein. Ich werde gewinnen. Umso mehr, dass ich gerade eine wirklich coole Idee habe. Warum soll ich die Farbe ausblasen, wenn man den Deckel einfach abnehmen kann? Oh, wow. Warum ist das nicht mir eingefallen? Das soll ich ausprobieren. Ups. Naja, hast du versucht? Hat es funktioniert? Süßi, schämst du dich denn gar nicht? Du solltest deiner Freundin helfen und nicht lachen. Dafür muss man dir die Flötentöne beibringen. Eine einfache Feder reicht mir völlig aus. Und was soll ich tun? Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mit einer Tomate gemalt habe. Oder schlimmer. Jetzt wird Süßi sie herrlich verlieren. Ach so, lachst du auch? Dann wirst du auch verlieren. Was hast du gemacht? Du bekommst auch das, was du verdienst. Nein, nein, bitte nein. Mädchen, die Zeit ist um. Zeigt uns, was ihr gezeichnet habt. Juli, was ist für ein roter Fleck? Hast du die Farbe verschüttelt? Wahrscheinlich auch auf dein Gesicht. Süßi, warum bist du auch ganz rot? Habt ihr alle zusammen Tomaten gegessen? Wer so etwas malt, kann nicht gewinnen. Milas Arbeit ist auch nicht so gut, aber wenigstens gibt es kein rotes Haus. Mila, du hast gewonnen. Hurra, jetzt gehört es mir. Hallo, du leckere Schokolade. Wir wollen auch etwas Schokolade. Und wir werden welche bekommen. Das ist so gut. Ich bin so froh, dass ich gewonnen habe. Ausgezeichnet. Hey, wo ist die ganze Schokolade? Und mal ehrlich, wer traut sich schon, es zu trinken? Ach, komm schon, ihr Diebe. Dieses Mal wird ihr Lohn viel originärer sein. Seht ihr das süße kleine Hühnchen? Nun, der Lohn ist nicht er, sondern die Kacke, die von ihm übrig geblieben ist. In dieser Runde müsst ihr wieder mit dem Mund zeichnen, also gebt euer Bestes. Die Zeit ist los. Es gibt wohl nichts Einfacheres, als eine Kacke zu zeichnen. Um die Zeichnung noch authentischer zu machen, soll man auch einen Geruch hinzufügen. Ich weiß sogar, wie man das macht. Was ist das für ein Geruch? Ist hier jemand gestorben? Ich glaube, mir wird das schlecht. Ups, ich habe nur schon lange meine Füße nicht gewaschen. Malen mit den Füßen ist schwierig. Das Zeichen mit den Ellbogen ist eine viel bessere Lösung. Ich habe eine Menge solcher Filzstifte. Oh nein, ich soll mich beeilen. Mädels, genug mit dem Zeichen. Es ist die Zeit, uns zu zeigen, was ihr drauf habt. Hier, schaut mal. Mila, die Kacke ist okay, aber ich habe etwas Besseres gesehen. Bei Süßi zum Beispiel. Das ist großartig. Super, ich bin so froh. Julias Kacke ist nicht so toll. Man sieht, dass sie verlieren wollte. Und so soll es auch sein. Sie ist diejenige, die die richtige Kacke hat. Was? Aber Süßi hat mich schwach gemacht. Ich werde diesen Horn nicht essen. Das ist zu eklig. Du solltest das tun. Da sind die Regeln.
Was für ein Albtraum. Ich werde so tun, als es nur Schokolade wäre. Awesome. Hat sie wirklich die Kacke gegessen? Nein, das ist wirklich Schokolade. Möchtet ihr mir jetzt auch welche? Nein, danke dir. Nein, danke. Oh, yeah. In dieser Runde wird ihr Lohn Fisch. Schmackhaft und überhaupt nicht lecker. Nun, ihr werdet mit Soßen malen. Ich denke, es ist ziemlich lustig und ungewöhnlich. Ihr könnt schon anfangen, die Zeit geht los. Ich habe noch nie mit Soßen gemalt. Ich hoffe, ich kann es gut. Das sind ganz viele. Ich habe so große Auswahl. Aber warum ist der ganze Müll auf mir? Ich bin kein Mülleimer. Also, es ist die Zeit anzufangen. Das wird die leckerste Zeichnung, die ich je gemacht habe. Ich fange mit dem Ketchup lieber. Und ich beginne mit der Käsesoße. Sie ist selb, also passt sie besser zu diesem hässlichen Tisch. Also, ich fange an. Aber die Käsesoße ist schnell alles. Ich soll bald einen Ersatz finden. Oh, yes. Oh. Ich glaube, das sieht ziemlich gut aus. Ich bin begabt. Mann, sogar süßes Zeichen ist besser als meins. Ich soll beeilen. Richtig. Ich habe 5 Finger. Also habe ich 5 Pinsel, mit denen ich gleichzeitig malen kann. Es riecht super. Ich denke, es ist in Ordnung, wenn ich ein bisschen probiere. So lecker. Nein, das reicht nicht. Ich möchte mehr Soße essen. Mila, isst du Soße? Aber wir haben nicht einmal Kartoffeln. Ich glaube, meine Soße sind alle. Ah, nicht auf meins. Naja, ich habe alles verdorben. Das ist so lecker. Oh Gott, ich habe alle Soßen gegessen. Jetzt werde ich definitiv verlieren. Nun, die Zeit ist um. Ich möchte sehen, was ihr dort gezeichnet habt. Mir bleibt nur eine Möglichkeit. Ich tausche die Zeichnungen mit Susi. Ich warte. Juli, was hast du getan? Das sieht nicht wie ein Fisch aus. Mila, kannst du mir zeigen, was du gezeichnet hast? Wow, das sieht toll aus. Das ist die beste Soßenzeichnung, die ich bis jetzt gesehen habe. Susi, du hast dich überhaupt nicht angestrengt. Dann werde ich dir wohl diesen Fisch geben müssen. Ich hoffe, du isst gerne rohen Fisch. Ich? Aber das ist doch Betrug. Mila hat dich ausgetrickst. Haha, irgendwann muss ja den ekligen Fisch essen. Warum roh? Ich kann es kochen. Ich habe einen Brenner. Ah, was machst du da? Oh, tut mir leid. Ich weiß einfach nicht, wie man es benutzt. Ich glaube, ich muss es auf den Fisch rücken. Sieht mal, wie lecker der Fisch geworden ist. Endlich kann ich ein richtiges Mittagessen haben. So lecker. Mädels, der süßeste Lohn wartet diesmal auf euch. Und zwar diese flauschige Katze. Ihr sollt euer eigenes Katzen-Make-up machen. Wer das Beste hat, bekommt das Kätzchen. Wie immer habt ihr eine Minute Zeit. Dann geht's los. Ich sehe selbst einem Kätzchen sehr ähnlich aus, also muss ich mich nicht um viele Kleinigkeiten kümmern. Süße, du überschätzt dich. Es ist für alle klar, dass ich gewinnen werde. Die Nase ist fast fertig, bleibt nur Schnurrbart. Ach so. Niemand hat verboten, einen Spiegel zu benutzen, oder? Ich weiß nicht, wie man ohne ihn ein cooles Make-up machen kann. Aber damit geht es einfacher. Oh,
fast fertig. Ihr alle seid mir nicht gewachsen, denn mein Make-up ist das Beste. Wow! Mila, schau mal. Juli schummelt. Sie benutzt den Spiegel, obwohl sie es nicht durfte. Ich denke, man muss ihr eine Lektion erteilen. Ich stimme zu. Ich weiß sogar genau wie. Hey, was macht ihr? Warum? So wird mein Make-up weg. Jetzt werde ich bestimmt verlieren. Ich will dieses süße Kätzchen so sehr. Ich habe eine Idee. Oh, ja. Süßi, komm mal, du bist mit der Nase ein bisschen nicht fertig. Wenn du möchtest, kann ich dir helfen. Danke, wenn es dich nicht stört. Das mache ich gerne. Jetzt siehst du schon viel besser aus. Wie eine echte Katze. Vielen Dank, ich wusste immer, dass wir gute Freundinnen sind. Also, lasst uns entscheiden, wer genau diese süße kleine Katze bekommt. Juli, das kann man sich nicht einmal ansehen. Süßi, was hast du getan? Wir spielen hier keine Piraten. Was? Piraten? Ach du schlauer Hund. Aber Milas Make-up ist übrigens sehr schön geworden. Also, wird Fluffy jetzt mit ihr befreundet sein. Hurra, ich werde dich lieben und füttern und... Oh nein! Ich glaube, Mila ist gegen Kätzchen allergisch. Das ist in Ordnung, wir können uns selbst um den Flauschigen kümmern. Oh nein! Oho, Mila ist ganz rot geworden. Wir sollen einen Arzt rufen. Stimmt's, Flausche? Du bist so süß. Na, sollen wir anfangen? Ich fange mal an. Oh, was haben wir denn da? Schokolade? Moment, irgendwas ist hier falsch. Wie soll ich sie denn aufessen? Die ist doch völlig geschmolzen. Ha, ich beneide dich nicht. Bingo. Moment, ich muss mir was einfallen lassen. Ich brauche einfach etwas Eis und eine Schere. Erstmal was probieren. Oh, lecker. Wenn man flüssige Schokolade auf etwas Eis gießt, dann friert sie ein. Und so kann man sogar mit Schokolade malen. Oh, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Probieren wir mal. Einfach lecker. Hey, was sitzt du rum? Du kommst dran. Oh, wow, ein gefrorener Schokoriegel. Ernsthaft? So eine Menge Eis. So ist besser. Yummy. Sieht einfach gut aus. Oh Mann, ist ja hart wie Stein. Wie soll ich davon was abbeißen? Na komm schon, ich werde dich noch zerschlagen. Na gut, dann esse ich dich wie ein Eis. Das wird doch eine Ewigkeit dauern. Ah, gut, dass ich geschmolzene Schokolade habe. Das sieht aus wie ein Kätzchen. Voll lecker. Diesmal will ich aber anfangen. Nein, ich will. Na gut. Was, eine eingefrorene Waffel? Ich mag zwar Waffeln, aber doch keine gefrorenen. Und was hast du? Werden wir gleich sehen. Oh ja, da habe ich Glück gehabt. Eine schmackhafte, leckere, heiße Waffel. Ich will die unbedingt probieren. Ah, das ist ja viel zu heiß. Meine Hand. Hier, nimm meine Waffel. Ah, jetzt geht's mir besser. Mann, wie soll ich denn meine heiße Waffel essen? Ich habe eine Idee. So, ich nehme mir einfach Gabel und Messer. So mache ich mir noch nicht einmal die Hände schmutzig. Einfach lecker. Was machst du denn da? Blöde gefrorene Waffel. Na komm schon. Yeah. Ich habe sie in zwei Stücke geschlagen. Mann, einfach viel zu hart. Dann esse ich eben gar nichts. Okay. Sei nicht traurig, Mia. Sei nicht traurig. Hier, meine Waffel reicht für uns beide. Nimm dir was. Na, wollen wir anfangen? Auf jeden Fall. Oh, heiße Schokolade mit Marshmallows. Ich liebe das. Aber irgendjemand hat die kalte Portion. Ich nehme mir einfach einen Strohhalm. Mann, wieso passt der nicht rein? Ja, das heißt, ich habe die heiße Schokolade bekommen. Das ist nicht fair. Meine Schokolade ist so kalt, dass sie noch nicht einmal rauskommt. Na gut, dann lecke ich eben was ab. Schmeckt auch gut. Wie Eiscreme. Oh, da habe ich Glück gehabt. Was für weiche und süße Marshmallows. Aha, voll heiß.
Jetzt hör auf, rumzukichern. Was soll ich denn tun? Ich habe eine Idee. Ich nehme mir einfach diese Handschuhe hier. Super. Oh, das ist einfach großartig. Und du kannst mit deinem Eis weitermachen. Oh. Hey, wieso willst du anfangen? 3, 2, 1, gemeinsam. Nudeln. Ist ja toll. Oh, ist ja klasse. Mann, sind die etwa gefroren? Ich krieg noch nicht einmal meine Stäbchen raus. Oh, Menno. Ja, da hast du Pech gehabt. Yeah, jetzt mach ich mich an meinen Snack. Ich bin ein echter Ninja. Dann wollen wir mal. Einfach richtig gut. Oh nein, mein Mund brennt. Hilfe, ich kann nichts tun. Ah, ich weiß, wie ich meine Nudeln auftauen kann. Du kannst mir ein bisschen helfen, Mia. Na also, jetzt kann ich mir auch ein Happen nehmen. Oh, jetzt geht's mir besser. Das war einfach viel zu scharf. Danke, dass du mir geholfen hast. Jetzt probiere ich diese Nudeln. Das ist einfach richtig lecker. Ups, tut mir leid. Diese Nudeln sind einfach viel zu würzig. Hey, lass uns erstmal herausfinden, wer anfängt. Ich werde gewinnen. Nein, das werden wir noch sehen. Ha, ich habe gewonnen. Was haben wir denn da? Ist das ein geschmolzener Lutscher? Wie soll ich den denn essen? Okay. Na gut, ich werde mir was einfallen lassen. Was hast du? Oh, wow. Und ich habe einen ganzen Lollipop. Wow, wow. Den probiere ich mal. Oh nein, meine Zunge klebt dran. Ah, das tut weh. Aber dafür ist mir was eingefallen. Moment mal, ich brauche diese Zunge hier. Mia, hilf mir. Der Lutscher ist zu kalt. Ich krieg meine Zunge nicht mehr ab. Oh Mann, halte durch. Ich werde dir helfen. Oh nein. Ah, ich hab's geschafft. Du bist frei. Ah, ich glaube, ich habe dir die Zunge rausgerissen. Was für ein blöder Prank. Na, wie auch immer, jetzt mache ich mich an meine Zunge. Ich habe eine Idee. Ich kann doch einfach aus diesem Lutscher Blasen machen. Oh, voll toll. Das klappt super. Und die schmecken voll lecker. Kann ich auch was haben? Nein. Na, lass mal sehen, wer anfängt. Ha, ich hab gewonnen. Also? Hey, ich hab gesagt, ich hab gewonnen. Was ist denn das? Nuggets, wie lecker. Ich kann's kaum erwarten, sie zu probieren. Ah, 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 die sind voll heiß. Na, also, so ist besser. Voll lecker. Ich liebe es. Na los, Mia, mach dich an deine Nuggets. Oh nein, gefrorene Nuggets. Wie soll ich die denn essen? Oh, ich krieg das Ding noch nicht mal auf. Soll ich dir helfen? Schau, so geht das. Bitte sehr. Ach, danke schön. Wieso hast du das Ding nur aufgemacht? Jetzt muss ich das probieren. Aua! Voll hart. Moment mal, ich kann die doch einfach auftauen. Ha, ich habe einfach einen Haarglätter. Mann, wie lange soll ich noch warten? Ha, was riecht denn da? Meine Nuggets sind fertig. Jetzt kann ich was probieren. Yummy. Oh, richtig lecker. Bin ich nicht ein Genie? Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was uns erwartet. Ich kann anfangen. Und ich habe eine Pizza. Das ist voll unfair. Tut mir leid, aber ich konnte nicht widerstehen. Ich liebe Pizza. Die sieht so lecker aus und riecht so toll. Super. Jetzt bist du dran. Na gut, ich bin mir nicht sicher, ob das lecker sein wird. Meine Pizza ist gefroren. Habe ich mir doch gedacht. Probieren wir mal. Au, meine Zähne. Na, wie soll ich mit der klarkommen? Ich schaffe das einfach nicht. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich werde dir ein bisschen helfen. So, und jetzt beiß was ab. Und kauen. Yeah, es hat funktioniert. Dankeschön. Ups, ich glaube, du hast einen Zahn verloren. Oh nein, mein schöner Zahn. Alles nur wegen dieser Pizza. Hier, komm, du kannst was von meiner Pizza haben. Bitte sehr. Aber sei bitte vorsichtig.